Guten Morgen, Katja. Guten Morgen. Ist Käse? Nee, es wird jetzt kein Käse gegessen. Immer ein bisschen Frühstück, ein bisschen Käse. Okay, aber nur Käse, ohne irgendwas anderes. Ja. Echt jetzt? Ja, lecker. Okay, das Wetter sieht schon mal bombastisch aus. Das heißt, wir können auch noch mal ganz kurz den Wetterbericht checken. Und die Sonne scheint, sie lacht uns richtig an. Es ist gut, das Wetter heute. Oh, nice. Okay, warte mal, das bedeutet, wir werden heute safe auf jeden Fall arbeiten gehen. Ja. Denn wir arbeiten als Bademeister. Das ist natürlich ultra lustig. Hier sind unsere beiden Autos. Und wir sollten uns beeilen, denn es ist relativ spät schon. Und wir haben die zweite Schicht heute. Das heißt, ein paar Bademeister sind auch schon dort. Dann können wir einmal ganz kurz hier rein. Und dann einmal bitte nach rechts fahren. Ja, okay, unsere Autos sind ultra, ultra schnell. Wir sollten eigentlich in ein paar Sekunden da sein. Und das Freibad ist so cool. Ist immer gut besucht. Es gibt immer was Neues. Ich hoffe natürlich, dass sich nicht so viele heute was wehtun oder irgendwie, ja, sich verletzen werden. Ich glaube, wir müssen hier am besten parken schon, obwohl wir können auch rüber wahrscheinlich. Nee, wir können nicht rüber. Wird schwierig, wird schwierig. Georgia! Wird schwierig. Ja, hab's tatsächlich rausgeschafft, nach 100 Jahren. Und wir können hier links einfach mal entspannt parken. Es gibt natürlich sogar für uns vorgeschriftete Parkplätze, passt, wackelt und hat Luft, würde ich sagen. Okay, wir sollten uns echt beeilen. Wir sind jetzt ein bisschen später da als eigentlich gewollt. Hier geht's schon richtig gut ab. Und wo sind denn unsere Bademeister? Freunde, ich sehe hier schon Denise. Hi, Denise. Hallo. Oh, ihr seid voll pünktlich. Cool. Oh, echt? Dann ja, können wir unsere Schicht jetzt schon beenden. Ja, ihr könnt gerne gehen. Ist was vorgefallen? Gab's irgendwas? Müssen wir irgendwas Bescheid wissen? Heute ist nichts Großes. Alex passiert. Einfach kleine Vorfälle, aber nichts Schlimmes. Okay, dann hoffen wir mal, dass auch weiterhin natürlich nichts Schlimmes irgendwie passiert und dass es allen anderen auch gut geht. Ein paar Aufgaben sind aber noch liegen geblieben. Könnt ihr euch darum kümmern? Ich glaube, Linus kann euch mehr sagen. Bis morgen dann. Bis morgen, Denise. Schönen Feierabend. Bis morgen. Und wir können mal ganz kurz zu Linus gehen, wenn ich weiß, wo der sitzt. Die sind eigentlich unsere Stühle, die sind aber unbesetzt. Also, nee. Linus, hallo? Ach, er ist bei den Bauarbeitern. Hallo. Oh, hi Linus. Perfekt. Ihr seid schon da. Ich rede gerade noch mit Mario, aber irgendwie versteht er nicht, was ich meine. Okay, ja, also als kurze Erklärung, das hier ist unser neuer Abschnitt vom Freibad und wir wollen hier so Rutschen runter machen, die so in diesen Fluss, in diesen kleinen See münden. Und ich glaube, anscheinend haben die hier was anderes gemacht. Ich weiß nicht so ganz. Oh. Ich verstehe schon, irgendwas ist hier nicht richtig. Oh, die reden gerade noch. Ich will ihm die ganze Zeit erklären, dass wir ein paar Rutschen haben wollen. Die sollen ja in den Fluss da unten hin. Irgendwie wollen sie es jetzt einfach nur nach unten führen lassen. Und ach, ja, ich sehe schon, es gibt hier einfach nur so... Ich glaube, wenn du da einmal runterfliegst, dann kommst du nicht mehr hoch, wenn ich ehrlich bin. Davon gibt es sogar noch eins und noch eins. Was ist denn da los? Ja, das ist natürlich nicht so nice. Keine Ahnung, vielleicht könnt ihr nochmal mit ihm reden. Ich mache dann gleich mal Schluss hier. Ja, macht ihr Schluss und ich würde sagen, wir zeigen natürlich auch nochmal ganz kurz unser Freibad, damit ihr auch einen Überblick habt. Wir haben hier insgesamt 4 verschiedene Poolarten. Wir haben hier einmal sozusagen die Sprungtürme, wo man hier auch sozusagen ein paar Runden schwimmen könnte. Also so ein paar Bahnen, sagt man ja. Wir haben unter anderem hier so einen kleinen Kinderpool. Wir haben hier den größeren Pool mit der Grotte, wo man auch was essen kann, bei der Bianca da hinten. Und ansonsten haben wir natürlich auch noch unseren kleinen Vulkankreisel hier. Und ich habe gar nicht gefragt, Linus, war es das dann eigentlich? Ach ja, offen steht eigentlich nicht mehr viel. Nur das mit Mario und Bianca wollten noch irgendwas. Das wär's. Okay, dann müssen wir auch noch zu Bianca. Ja, und ich glaube, das war unser Freibad eigentlich. Also es ist übersichtlich, aber natürlich... Natürlich muss man trotzdem darauf achten, alles zu sehen. Das ist schon manchmal ein bisschen schwierig, weil dann ist man da irgendwie beschäftigt. Vor allen Dingen hier, der Teil ist schon immens groß. Da würde ich sagen, wir reden erstmal mit Bianca, fragen, was los ist. Und dann wird unsere Schicht offiziell beginnen. Let's go! Okay, Leute, also wir mussten jetzt hier nochmal eine Runde drehen, denn um zu Biancas Restaurant zu kommen, gibt es 2 Wege. Entweder hinten dran, das kennen aber natürlich nur wir und Bianca, oder man schwimmt tatsächlich hin. Guten Tag! Hallo. Bianca, was können wir für dich tun? Oh, hey ihr! Eigentlich dachte ich, dass Linus nochmal vorbeischaut, aber anscheinend ist seine Schicht vorbei. Ja, Linus und Denise sind jetzt für heute fertig, jetzt sind wir dran, aber wir können dir natürlich auch gerne helfen. Was ist denn los? Naja, nicht so schlimm. Vorhin war ich kurz draußen, um den Müll rauszubringen.
zu bringen. 5 Minuten später waren 200 Gold aus meiner Kasse weg. Ich wollte fragen, ob ihr eure Augen für mich offen halten könnt. Es wurde Gold geklaut? Aus der Kasse? Ja, natürlich. Oh nein. Ja, wir halten unsere Augen auf. Okay, das ist nicht so gut. Das ist gar nicht gut. Mm-mm. Aber wir können ja nicht irgendwie jetzt die ganzen Leute befragen. Das geht ja auch nicht so wirklich, oder? Bianca, wir werden uns auf jeden Fall darum kümmern. Wir werden sie heimlich beobachten. Und falls wir was finden, dann sagen wir dir Bescheid. Super. Ja. Vielleicht ist hier wirklich ein Dieb unterwegs. Wie doof. Ja, das wäre echt nicht so nice. Wir kommen wieder mit Informationen oder auch eventuell nicht. Und dann müssen wir unbedingt jetzt noch mit Mario sprechen. Vielleicht konnte Linus auch nochmal so ein bisschen unser Anliegen bei Mario erklären, dass wir halt rutschen haben wollen. Das ist ja eigentlich nicht so schwierig, oder? Ja, das stimmt. Die beiden sind auf jeden Fall weg. Also, Mario. Wir müssen mal ein Wörtchen mit dir reden. Hey, ich verstehe echt nicht, was ich anders machen soll. Unter den Trapdoors und Rutschen, die irgendwie in den Fluss führen werden. Das ist doch so gewollt. Nee, guck mal. Also, wir wollen eigentlich so ganz normale Rutschen, die von hier oben mit Quarz vielleicht so ein bisschen nach unten geführt werden und dann einfach so ein bisschen hier in den Fluss münden. Wir würden das dann auch irgendwann abgrenzen und dann haben wir noch so einen neuen, naturbelassenen Bereich im Schwimmbad. Hä? Ich verstehe es echt nicht. Könnt ihr uns jetzt etwas zeigen? Oh nein, dass du reingefallen bist. Ich bin der Rutsche. Und, wie ist die Rutsche? Schlecht. Kommt man wieder hoch? Ja, ich kann nicht. Ich kann nicht. Tschüss, Epic. Du musst Wasser. Nein, kannst du doch ganz ein bisschen Wasser platzieren. Ich habe kein Wasser. Oh. Du musst dich durchgraben. Ich baue mich hoch. Ja, viel Spaß. Okay, also Mario, um das dir irgendwie zu verdeutlichen. Sagen wir mal, hier wäre ein Rutschenabschnitt. Warte, Elfie, komm du erstmal hoch. Hallo. Hallo. Bin da. Okay, also, wenn wir jetzt sozusagen hier eine Rutsche machen würden, dann würden wir hier anfangen, das so ein bisschen abzugraben. Und vielleicht könnten wir so 3 verschiedene Rutschen machen, oder? Ich glaube, das wäre ganz nice. Ja. Und dann würde man hier sozusagen, natürlich würde man auch Wasser oben hin platzieren. Du kannst es so ein bisschen andeuten und dann wäre es sozusagen schon eine Rutsche fertig. Und das gleiche könnte man natürlich auch noch auf der anderen Seite machen. Genau so sozusagen. Ich verstehe es immer noch nicht. Ihr müsst mehr bauen. Ey! Hey, warte mal. Ja, natürlich dann hier halt auch so ein bisschen. Wir können das hier nochmal so ein bisschen... Moment mal. Hat er eigentlich wirklich gerade gesagt, dass wir mehr bauen sollen? Ist das nicht seine Aufgabe? Denkst du, der nützt uns aus? Ich glaube schon tatsächlich. Ich hänge hier fest. Hey. Kannst du mich mal kurz rausbuddeln? Oh mein Gott, danke. Mario, das versteht man doch jetzt mittlerweile. Als ob das jetzt irgendwie... Das machst du doch extra. Ich? Nein. Wie kommt ihr da drauf? Ich mache meinen Job immer so... Frechheit. Ey. Also ich muss sagen, Mario, wenn du uns wirklich hier hingehalten hast, ich glaube, dann müssen wir das melden. Weil ich meine, wir bezahlen ja nicht für irgendwas, wo wir hier die Arbeit machen. Mhm. Moment, ihr wollt mich melden? Nein, 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 bitte nicht noch eine Meldung. Aha. Wir machen das heute noch fertig, versprochen. Okay, ja, dann will ich das mal sehen, wie das am Ende aussieht. Macht mal euren Job hier. Ihr wisst ja, wie es aussehen soll jetzt. Okay, Elfik, du sitzt da vorne? Ich habe alles im Blick. Okay, super. Wenn irgendwas passiert, sagst du mal Bescheid. Ich sehe bis jetzt auch noch nichts. Ich glaube, es geht allen gut. Hallo, hallo, hallo. Hier sonnen sich ein paar. Oh, ich glaube, sie hat auf jeden Fall Sonnenbrand. Hier schwimmen ein paar. Die Sonne scheint noch. Es sieht richtig, richtig gut aus. Und du? Du duschst hier. Alles klärchen. Nee, sieht eigentlich alles ganz tippitoppi aus. Ich glaube, wir haben eine kleine Schlange bei den Sprungtürmen-Epic. Moment mal. Oh, was ist denn da los? Was ist denn hier los? Ich weiß nicht, was hier los ist. Wir warten hier jetzt bald eine halbe Stunde. Ist das normal? Oh, nein. Nein. Was hast denn du an? Ich habe meinen Tauchausrüstung an für den Notfall. Die sieht aber nicht hübsch aus. Ey, ich bin Top-Taucher. Ist da oben ein Kind? Was ist denn hier los? Ja, dieses kleine Mädchen ist draufgegangen und springt nicht runter. Was soll das? Ich warte hier Ewigkeiten. Da ist sie. Warte mal. Wir können ja mal ganz kurz hoch und mit ihr reden. Hey, kleines Mädchen, du wir kommen hoch. Springen. Ich gehe mal ganz kurz hoch. Hey, kleines Mädchen. Hallo. Ich traue mich nicht runter zu springen. Oh nein, du musst wirklich gar keine Angst haben und du musst auch nicht weinen. Guck mal, also, wir haben hier auch kleinere Sprungtürme. Du könntest auch theoretisch erst auf die, aber dann müsstest du runterklettern. Wäre das auch okay? Dann kommst du runter und wir gehen auf das andere. Aber runterklettern ist auch gruselig. Könnt ihr es mir vormachen?
Soll ich runterspringen? Also ja, ich kann runterspringen. Okay, guck mal. Also pass mal auf, das ist auch gar nicht gruselig. Wir haben hier ein Sprungbrett und dann kannst du hier so ein bisschen drauf rumbabbeln. Und dann kannst du einfach ganz entspannt runter, dir passiert nichts und du kommst wieder hoch. Traust du dich? Hilfe. Nein, ich komm. Nicht, dass du dir wehtust. Abby, ich glaube, sie ist ein bisschen ängstlich, wenn ich ehrlich bin. Oh nein. Wie könnten wir sie noch runterbekommen? Vielleicht, ich weiß nicht. Vielleicht wollen wir zusammenspringen? Zusammenspringen? Wäre das eine Option? Ja? Okay, warte. Und dann stellen wir uns beide jetzt hier mal... Aua. Ich komme da mal kurz hoch. Moment. Keine Sorge. Wir probieren zusammen. Also, pass mal auf. Hey, du schubst mich ein bisschen. Du musst auch nach da vorne so ein bisschen. Ja, fein. Ja, okay. Und dann auf drei, okay? 1, 2 und 3. Oh, sie ist unten. Epic, sie hat es geschafft. Oh, sehr gut, tatsächlich. Oh, guck mal. Das ist der andere Bademeister hier. Hallo, Epic. Guck mal, wo ist sie? Ah, hallo. Hallo. Nochmal, ja, los, du kannst nochmal. Und dann sich einfach vor. Ja, aber dann danach gehen die anderen wieder, okay? Und, oh, sie macht das perfekt. Aber, kleines Mädchen, ich glaube, an sich solltest du eher die kleinen Sprungtürme nehmen. Hey, aber nicht die ganze Zeit. Hier warten wir ja schon ein bisschen länger, ne? Also, immer Piano. Nicht, dass dir auch irgendwie schwindelig wird oder sowas, ja? Vielleicht willst du lieber wieder so ein bisschen in den Kids-Pool. Wieder hoch. Oh, kleines Mädchen. Hallo, kleines Mädchen. Hat sie sich wehgetan? Ich weiß es nicht. Hey, geht's dir gut? Ich krieg dich hier hoch. Warte. Und nach oben. Alles gut? Als ob sie sich jetzt wehgetan hat. Was ist da los? Oh nein. Aua, oh nein. Warum hat sie sich denn jetzt wehgetan? Mein Arm, sagt sie. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich bin mir nicht ganz sicher, Kato, wir sind die Bademeister. Ja, natürlich. Wir holen dir ein paar Schmerzmittel, okay? Also kurz hier liegen bleiben. Schmerzmittel, ja, danke, kein Problem. Komm. Schmerztabletten habe ich dabei. Hallo, kleines Mädchen, ohne Namen. Hey, guck mal hier, nimm mal ein paar Schmerztabletten. Die sind okay, aber nur 1, 2 Stück, okay? Und dann soll es dir bald wieder besser gehen. Und wenn du wirklich irgendwie richtig Schmerzen hast im Arm und du denkst, der ist irgendwie verstaucht, gebrochen, etc., dann kommen wir auch gern zum Krankenhaus gehen oder wir holen was. Aua, danke, Katja. Ja, kein Problem. Geh lieber wieder mal zu deinen Eltern, setz dich da hin, ruh dich aus und red mit der. Und wenn irgendwas ist... Dann nicht ins Auto. Nein. Komm. Das ist meine Mutter. Meinem Arm geht's auch schon besser. Okay, wie gesagt, schön ausruhen. Ihrer Tochter geht's gut. Sie ist ein bisschen zu oft gesprungen, glaube ich. Und ist dann beim Aufprall auf dem Wasser hat sich vielleicht ein bisschen was, ein bisschen wehgetan. Du machst das jetzt nicht mehr. Ruh dich mal schön aus und trink eine... Soda. Schönen Tag nach dem Freibad. Bye, bye. Es ist jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen. Und ich glaube, der Kleinen geht's wieder richtig Hallo gut. Hallo. Ah, ich sehe dich. Hi. Na, alles fit? Ja. Mit deinem interessanten, Badeanzug. Das ist meine erste Hilfe aus Outfit. Bei mir macht aber keiner hier tatsächlich Probleme. Hier sind welche schon richtig lang am Schwimmen. Aber ich glaube... Oh, ich glaube, sie ist neu. Hey, du warst doch vorhin mit deinem Kind unten. Gibt's irgendwas oder sonstiges? Sorry, verstören, aber mein Kind ist auf einmal weg. Wie, dein Kind ist weg? Hast du es gehört, Epic? Komm mal her. Oh, yeah, ich komme. Dein Kind ist weg. Und wo hast du dein Kind das letzte Mal gesehen? Wir waren den ganzen Tag am Kinderpool. Ich wollte mir nur kurz etwas zu trinken besorgen. Auf einmal war er weg. Er hat eine pinke Badehose an. Oh. Wir suchen ihn. Hier waren sie auf jeden Fall. Ja, hier waren sie. Ich habe auch jemanden gesehen, ein kleines Kind. Guck mal bei uns. Vielleicht hat er sich irgendwo versteckt. Ja, ich schaue mal hier vorne. Also hier beim tiefen Pool ist auf jeden Fall schon... Hier beim tiefen Schwimmbecken ist auf jeden Fall schon mal nicht. Nee, ich sehe da auch keinen. Beim Vulkan könnte er sein. Oh nein. Hier ist aber auch keiner. Nee, und oben? Auch nicht wahrscheinlich. Mm-mm. Wo könnte er denn sonst sein? Ah, vielleicht doch in der Grotte? Vielleicht sollten wir da nochmal gucken bei Bianca. Vielleicht wollte er sich was Kleines zu essen holen. Und ansonsten wüsste ich jetzt nicht ganz, wo er noch sein könnte dann. Also das ist jetzt ja auch nicht Ewigkeiten groß. Nee, also hier ist tatsächlich kein Kind. Epic, wir haben ein großes Problem. Oh, das stimmt. Ich habe auch nicht gemerkt natürlich, dass er irgendwie dann abgehauen ist oder sowas. Also ich hatte jetzt nicht so den direkten Blick auf den Kinderpool, weil da eher meistens die Kinder mit den Eltern...
chillen und das ist auch nicht wirklich tief hier. ich weiß nicht, wo er ist. Wo könnte der noch sein? Wir können noch mal bei den Parkplätzen schauen. Auf Bäumen. Er könnte auch tatsächlich ein bisschen weiter aus dem Gelände gelaufen sein und hier in diese kleinen Sees irgendwie gesprungen sein. Wenn es ein Kind ist, dann sind es auch so ein paar Leute, die dann irgendwie anfangen. Oh, hier ist voll der krasse Fortschritt gewesen jetzt. Ich sehe ihn, glaube ich. Oh. Da sind noch ein paar Luftblasen. Hey, 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 kleines Kind. Hallo, 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 hallo. Aufwachen, aufwachen, aufwachen. Hoch, 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 hoch. Komm, 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 komm. Okay, was hast denn du hier gemacht? Hast du die Luft angehalten unter Wasser? Oh nein, ich glaube, ihm geht's auch wieder nicht so gut. Hey, ja, warum bist du denn hier hochgegangen? Du hast wahrscheinlich die Rutschen gesehen, gell? Die sind aber noch nicht benutzbar. Also, oh Gott, Moment. Geht's dir gut? Ich glaube, du hattest, glaube ich, fast kaum nur noch Sauerstoff. Oh, alles gut, beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich. Soll ich dich zu deiner Mama bringen? Ich wollte die Rutschen testen. Ja, ich weiß, aber die sind noch nicht fertig. Und hier ist wirklich auch noch nicht wirklich so safe zum Schwimmen. Wir müssen hier noch so ein bisschen was abändern. Warte, 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 komm mal mit, komm mal mit. Nein, nicht nochmal nach unten tauchen. Das macht man nicht. Wenn du nicht genügend Luft hast, dann kriegst du irgendwann keine Luft mehr. Hilfe, hoch, los, 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 hoch, 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 hoch. Und wir gehen lieber wieder zu deiner Mama. Ich glaube, du gehörst tatsächlich auch eher noch an den Kinderpool. Du kannst doch nicht so gut schwimmen. Ich muss dir was sagen. Ja, was denn? Ich kann 0,0 schwimmen. Nein, nein, nicht, aber dann nochmal nach unten. Nach oben, nach oben. Ich hieb dich, ich hieb dich. Komm, 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 komm. Du, das ist nicht schlimm. Du kannst gerne mal einen Kurs bei uns machen, wenn du möchtest. Und dann machst du schön das Seepferdchen und den Freischwimmer. Und irgendwann wirst du ein richtig guter Schwimmer. Das muss dir auch gar nicht peinlich sein, dass du schon ein bisschen größer bist und noch nicht schwimmen kannst. Weil jeder hat so sein eigenes Tempo. Und du kannst auch noch ganz viel Spaß am Kinderpool haben. Vielleicht gibt es da ja auch irgendwie ein paar Süßigkeiten für dich oder so. Hier kann ich stehen. Ja, aber nicht weiter runter. Nee, nicht weiter hier nicht. Nein. Komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Komm, 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 komm. Wir gehen mal zu deiner Mutter. Die macht sich richtig Sorgen. Komm mal mit. Und schau mal, wen wir wieder haben. Das ist er. Zum Glück, wo war er denn? Also, er hat, sagen wir mal, noch nicht richtiges Gebiet vom Schwimmbad betreten, ist schwimmen gegangen und ich glaube, er sollte einen Schwimmkurs machen bei uns, weil er war unten im Wasser, hat auch keine Luft mehr bekommen, das sah echt nicht so gut aus, aber ja, zum Glück habt ihr ihn gefunden und ich glaube, für dich geht's jetzt ab an den Kinderpool, guck mal, bitteschön, tada, hier hat man auch viel Spaß. Und hier wird zugemacht. Es ist mittlerweile schon am Sonnenuntergehen, sag ich mal. Hier hat sich richtig viel getan. Außer, dass die alle jetzt schlafen anscheinend, Epic. Keine Ahnung, was da los ist. Aber die Rutschen sehen bald fertig aus. Und wir haben dann so einen neuen, coolen Abschnitt. Wir machen hier noch so ein bisschen ja, so Bojen drumherum, dass man da jetzt nicht wirklich so ins Meer raus kann. Hier sind nirgendwo welche. Wir können dann gleich mal abschließen. Bianca müsste noch da sein. Die macht auch ihre Kasse fertig. Aber ansonsten könnten wir dann gleich gehen. Nee, es ist doch noch jemand da. Aber wer ist denn noch da? Ich bin mir nicht ganz sicher, wem gehört das Auto denn? Ich weiß nicht. Also ich habe hier keinen eigentlich noch gesehen. Vielleicht hat sich jemand versteckt. Das machen ein paar manchmal. Aber ich sehe hier nichts. Vielleicht sehen wir irgendwie, von wem das Auto ist oder sowas. Das weißt stimmt. Du? Ja, ja. Ich kann mal kurz so ein bisschen wegdingsen. Nee, aber da ist eine Kiste drunter. Oh, was ist da drin? Da ist das Gold drin, Epic. Das ist geklaute Gold? Ich sehe das Gold. Was von wem da ist das? Ich weiß da nicht. Da oben! Das ist eine Räuberin! Moment mal. Die macht Abgang. Nee, die was geht nicht in denn Abgang. Da? Was macht sie da? Hä? Wohin geht sie? Ich weiß nicht. Das Portal ist noch da. Oh, das Portal ist weg. Was war das denn? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das war von der Räuberin, das Auto. Tatsächlich. Und wir haben sie zum Glück noch erwischt, bevor sie das Gold komplett klauen konnte. Und wo ist sie hin? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir geben mal Bianca kurz das Geld zurück. Guck mal, was wir gefunden haben. Ihr habt mein Geld wieder. Wer hatte es? So eine Diebin, so ein Dieb einfach. Keine Ahnung, wir haben die gesehen, wir haben das Gold gefunden und die ist einfach verschwunden. Ich habe keine Ahnung. Vielen Dank fürs Suchen. Nächstes Mal passe ich besser auf. Ja, gar kein Problem. Guck mal, du bekommst es auch direkt schon. Bitteschön, bitteschön, bitteschön. Und dann bitte auch heute nicht mehr zu lange machen. Du kannst dann abschließen, würde ich sagen. Bis morgen, Bianca. Bye, bye. Aber der Tag im Freibad hat trotzdem richtig viel Spaß gemacht. Ich mache hier schon mal die erste Schicht hin. Bianca ist noch da. Der können wir aber vertrauen. Und dass wir hier einfach noch das Gold gefunden haben unter einem Auto, ist richtig seltsam. Ich würde so interessieren, wo die hingegangen ist. Aber egal. Es hat super viel Spaß gemacht. Und ich bin gespannt, was wir morgen schon erleben werden. Ja.
So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.